Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, letzte Folge, es war wieder ein bisschen was her. War auch die Times-Folge, die ich mal versucht hatte. Kam ja, naja, ich sag mal halbwegs berauschend an. Also ich weiß, war nicht das Beste, ich habe nur aufgeräumt, aber ich musste das halt einfach mal machen und so wurde ich mal abgelenkt. Hatte quasi Aufnahme unter. Gerade beendet, wollte dann noch ein bisschen aufräumen. Gehen in Teamspeak mit ein paar Kumpels, damit ich währenddessen ein bisschen plaudern kann, was passiert. Ja, ist gerade Lust auf eine Runde, lol. Ja, hat sich dann schon wieder erledigt. Danach wollte ich aufräumen, wurde gefragt. Ja, wir müssen noch das und das für die Schule machen. Hat er sich das auch schon wieder erledigt. Also musste ich das irgendwie mal gerade so machen und naja. So, ich habe jetzt mal offscreen mal was gemacht. Man kann das schon sehen. Und zwar, ich habe ein neues Gebäude gebaut und da habe ich mir auch mal sagen lassen, habe ich mir ein bisschen mehr Mühe mal mitgegeben. Habe ich hier mit den Fitted Bloodstained Stone gemacht. Das ist einfach Smooth Sandstone, der mit Rotten Flesh von den Zombies zusammengeklatscht wird. Hier schön Glowstone Glass rein. Ja, hier noch eine Holzfront. Obwohl, da könnte eigentlich. Ah, fuck, ich habe alle aufgebraucht. Auf jeden Fall, wenn man jetzt hier reintut. Ja, wow, hier ist eine leere Halle. Und was willst du jetzt hier machen? Nun ja, ganz einfach. Wir beschäftigen uns dann heute doch endlich mal mit Rotary Craft. Yippie, juhu, yay. Aber naja. Zuerst einmal nehmen wir die Lava wieder weg. Dann kann das Glas weg. Und hier nehmen wir den Blast für das Bett. Ruhe in Frieden, Blast Furnace. Naja, oder so ähnlich. Auf jeden Fall, ich habe mich jetzt mal ein bisschen mehr informiert über Rotary Craft und mir auch mal einen genaueren Plan gemacht. Und ich habe mir sagen lassen, das würde auch klappen, wenn ich einfach den Lava-Eimer dahin klatschen würde und den Blast Furnace darüber. Das sollte eigentlich logischerweise klappen, weil es halt direkt einen Anschluss hat. Läuft doch perfekt. So. Und zwar habe ich mir jetzt ein Textdokument mal gemacht. So, ah ja. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall erstmal eine kleine Truhe und holen ein paar Ressourcen rüber, die wir brauchen können. Ja, Bienen machen wir irgendwann auch nochmal. Und ich sag nur so viel. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Also, was werden wir brauchen? Wir werden HSLR-Stiel brauchen. Wir werden auf jeden Fall 1-2 Stacks Iron brauchen. 1-2 Stacks Kohle nehme ich mir mit. Was hatte ich denn hier getan? Gunpowder werden wir was brauchen. Kann man das irgendwie noch herstellen? Ah ja, mit Salpeter, Salpeter, Sulfur und Charcoal Dust. Komm, machen wir. Machen wir uns mal ein bisschen Gunpowder, damit wir mal was haben. Boah. Ach ja, hier diese tolle Konstruktion. Wenn man jetzt hier mal reinschaut. Also normalerweise sollte da ja nichts reinkommen. Sind schon wieder welche drin. Aber Großteil ist wirklich so, dass er hier reingeht. Aber ne, schon noch irgendwie was. Werde ich auf jeden Fall nochmal umbauen müssen. Dann wollte ich es gerade was in Pulverweise schmeißen. Und zwar Charcoal. Oh, da waren noch die Baked Potatoes drin. Was wollte ich jetzt noch? Ah ja, ich wollte mir gerade noch eine Iron Chest mal craften. Damit wir dann drüben ein kleines Ressourcenlager haben. Wir werden noch brauchen. Das könnten wir mal mitnehmen. Also quasi alles Rotary Craft-mäßige wird mal mitgenommen. Ja. Ich bin gerade echt ein bisschen am Schauen. Komm, der kann mal dazu. Und hier pflanzlich. Die Canola-Seeds werden wir auf jeden Fall brauchen. Das lassen wir dann also erstmal so grundlegend laufen. Das war jetzt wieder sowas von klar, ne? Okay. Ah, jetzt weiß ich, was ich hätte noch mitnehmen können. Mache ich mir hier die Iron Chest hin. Mit der Kohle, Gunpowder, das. Und so. Sand hätte ich noch mitnehmen können. Was ist denn? Achso, ein Schaf.
Auf jeden Fall. Ich hatte ja erzählt von diesem tollen Auslandspraktikum. Und ja, habe mich jetzt auf jeden Fall komplett dafür beworben. Bewerbungsgespräch habe ich dann jetzt am. Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Das müsste der 8.12. sein. Dort würde ich dann mich quasi präsentieren und vorstellen und so weiter. Sagen, ja, hallo, bin der Dosch, zwar mit meinem echten Namen und so weiter, aber naja, es sollte irgendwie klar sein. Halt muss ich dafür eine PowerPoint-Präsentation machen, warum ich dahin möchte. Ich muss mich selbst auf Englisch vorstellen können, muss ein englisches Bewerbungsgespräch halten können. Also das ist echt nicht ohne, was ich da machen muss. Das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Und ich mache mir nochmal gerade einen Crafting Table. So, bevor ich jetzt gerade weiterrede und vergesse, was ich machen wollte. Ich wollte jetzt nochmal gerade einen Worktable, war das glaube ich, jawohl. Den wollte ich craften. Wir brauchen Bricks, HSLR Steel, Stone Slab, Redstone und ein Crafting Table. Also nochmal. 1, 2, 3. Ach, sollte ich gerade ein bisschen angeschlagen klingen? Mal wieder. Bitte ich das mal zu entschuldigen. Guter Freund von mir hatte gestern Geburtstag gehabt. War ich auf einer Feier und ja. Ja, wir haben ein bisschen Spaß gehabt. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. So, jetzt mache ich aber auf jeden Fall mal gerade Gunpowder und versuche ganz schnell vom Thema abzulenken, damit keiner nachfragt und ich wieder zum Thema ablenken kann. Okay, Charcoal Dust, Salzpeter, Salzpeter, Sulfopeter, ne, das war was anderes. 2,6 Gunpowder. So, Bricks. Stone Slabs bräuchte ich noch und ein Redstone war das. Knapp daneben. Okay. So. Das müsste dahin. Brick, Crafting Table und jetzt natürlich HSLR Steel, den ich schon drüber gebracht habe. Obwohl, warte mal. Bevor ich das wieder hin und her laufe, nehme ich das einfach mit, dann kann ich das da zu Ende craften. Was ich auf jeden Fall jetzt mal demnächst machen möchte, ist mal die Monster Farm in Angriff nehmen, weil ich hätte eigentlich vorgehabt, dass ich mir einen Enderman fange und das dann den dann per Autospawner mal spawnen lasse, damit ich mal endlich ein paar mehr Enderperlen bekomme. So, Worktable steht. So, was war das jetzt noch? Ein Screwdriver musste ich mir noch machen. Das ist ein Holzstick und Iron. Holz habe ich jetzt natürlich drüben gelassen. Könnte ich mal eigentlich mal so ein Stacky mitnehmen? Boah. Boah, Entschuldigung, der kam jetzt gerade echt schnell. Den konnte ich nicht unterdrücken. Da sollte ja wieder egal sein, was für ein Holz. Da nehme ich mal das Citruswood, das muss nämlich auch nochmal weg. Ja. Jetzt war ich immer im Auslandspraktikum, kommen wir noch ran, genau. Auf jeden Fall, halt das ist einfach so grundlegend, was ich machen muss fürs Praktikum, damit ich beworben damit ich angenommen werden könnte. Würde ich aber auch dann erst erfahren, wenn es soweit wäre. Aber ich würde euch bestimmt davon mal erzählen, sollte ich angenommen werden. Was ich jetzt mal gerade mache, ich nehme nochmal das, das, das und das mit, dann mache ich mir nochmal was von dem feinen Hasel-Arf-Deal. Müsste so gewesen sein, oder? Jawohl. Läuft doch. Ein Stahl. Ja, da kommt, das läuft doch schon bisher. So, das habe ich gemacht. HSLR Steel ist in Produktion. Worktable steht. Okay.
Jetzt gibt es halt drei verschiedene Energie, erste Energiemöglichkeiten. Und zwar gäbe es einmal, das war die DC Electric Engine, wird gemacht aus Hasselastil, Chef Unit, Base Panel und Redstone. Ist so ziemlich anscheinend die schlechteste. Man sollte mich korrigieren und auspeitschen, wenn ich jetzt gerade was kakalabe. Ich kenne mich, wie gesagt, mit dem Mod nicht aus. Habe mich jetzt einfach mal kurz reingelesen. Und mache mir da gerade so einen Plan, was ich alles machen könnte. Auf jeden Fall. Die DC Electric Engine wäre generell die erste Energieversorgung. Die braucht ein Redstone-Signal und die wird dann anscheinend Energie machen. Was ich jetzt aber nur gerade mache, weil ich vielleicht nicht vergessen habe, ich gehe mal den Schmetterling auf die Fresse. Oh, schade. Dann eben nicht Schmetterling auf die Fresse hauen. Wie so ein kleiner Hund, der nach einem Schmetterling am Schnappen ist. So, ich wollte mir noch. Komm, machen wir das so. Lass mal jeder was da. Hatte ich nicht irgendwo noch die Gears oder habe ich die echt gerade mitgenommen? Kann sein, dass ich mitgenommen habe. Ich habe auch echt Alzheimer momentan. Aber naja, passiert nun mal. Als Genie. Ja, jetzt packen sich schon die ersten Leute wieder an die Stirn. Ich weiß. Okay, ich brauche eine Chef-Unit. Davon sollten wir aber eigentlich noch haben. Sehr schön. Dann brauchen wir Base Panel. Und das müsste dann jetzt erstmal so sein. Ach, das kann normal im Shape Crafting gemacht werden. Oder wie? Ah, sehr schön. Gut. Und dann müsste das so aufgebaut sein, dass da, HSLR-Steel da und wir haben eine Idee. Ich frage jetzt gar nicht, was das für ein Geräusch war. Ich wusste doch, dass er ein Zombie ist. Auf jeden Fall. So, holen wir jetzt mal hier. Oh, 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 da ist einiges ins Ziel zusammengekommen. Gut, den tue ich auf jeden Fall auch nochmal da rein. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Dann würde es noch alternativ eine Windturbine geben. Wird halt aus einem Hub gemacht, aus einem Chefcore. Okay, das geht eigentlich. Chef Bearing Ball. Ah ja, okay, geht auch. Und im HSLR Steel Gear. Und dann die Propeller Blades. Problem ist aber bei der Windturbine, man braucht mindestens eine Höhe von 128, damit die Strom, ich weiß gar nicht, ob man es hier wirklich Strom nennen kann, produziert. Ja. Oh, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Wie soll ich jetzt sagen? Ich hatte eigentlich nur gesagt, dass ich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen muss. Und was ist daraus geworden? Ein paar Kumpels waren da. Mussten noch einkaufen. Ich, naja, komme ich gerade mit. Vergesst natürlich Scheiße, was wir noch immer aufnehmen. Ja, jetzt ist irgendwie so eine halbe Stunde gerade, glaube ich, vergangen. Nee, jetzt über eine Stunde schon. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich auch natürlich total vergessen, wie lange ich die Aufnahme schon laufen habe. Ich will mal kurz hier rüber schauen. Okay. Okay, ich hau mal lieber ganz schnell wieder ab. Oh. Dankeschön. Einfach nochmal gerade alles reinhauen. Okay, dann gehen wir wieder zurück zur Rotary Craft Anlage. Wo schon der liebe Creeper von ihm anwartet. Jetzt habe ich mich da eben noch komplett aus dem Konzept gebracht, meine Güte. Ich war bei der Windturbine dran. Die braucht halt eine Mindesthöhe von 128
Blöcken. Problem ist dann halt einfach, die braucht jede Menge Chef-Units, waren das glaube ich, damit die Energie auch unten ankommt. Gut, dann gibt es noch die Steam Engine. Die hier. Wird auch das Kobbel, Goldingot, Base Panel, Chef Unit, einem Impeller, halt wieder ein Gear und Stahl darum und ein Kondenser, halt eine Liquid Pipe. Boah, da kriegst du aber jede Menge raus. Und halt Solarsteel. Kannst du auch mit Copper machen. Würde ich sogar mit Copper machen. Was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Die braucht halt eine andauernde Wasserversorgung und eine Feuerquelle darunter. Das geht halt am besten mit einem Netherweg von Feuer darunter. Aber da war irgendwie noch. Ich weiß nicht genau, wie das war, aber man konnte irgendwie noch was anderes damit aufbauen. Halt eine bestimmte Wasserkühlung, glaube ich, war das irgendwie mit Lava und einem Friction. Ach, ich habe das gerade echt nicht mehr im Kopf, hätte ich mir besser mal aufgeschrieben. Weil ich es auf jeden Fall weiß, dieser Regen geht mir gerade unendlich stark auf die Nerven. Ja, super. Okay, was wollte ich jetzt mit dem machen? Ah ja, wir wollten nämlich jetzt noch. Oder? Ja, den machen wir jetzt noch. Wir bauen uns noch einen nicht einen Germenter, sondern einen Fermenter. Wenn ich dann mal wieder richtig schreiben würde. Wird gemacht aus HSLR-Steel, einem Impeller und Base Panels. Und was wir damit machen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Den bauen wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch auf. Also ich wiederhole auf jeden Fall nochmal, wenn hier irgendwas schief geht. Ich habe mich selbst mit Rotorycraft nur ganz kurz auseinandergefasst. Und werde natürlich auch dann bestimmt nachher noch elendig verkacken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Dodo, doof, doof. Ach, jetzt geht das wieder nur in der. Mäh. Das muss ich mir noch angewöhnen. Ich bin ja auch mal gespannt, was halt ich alles in den Kommentaren lesen kann, weil ich alles falsch gemacht habe. So, Ferment. Haben wir. Und was der kann, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich weiß, ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange ich es eben aufgenommen habe. Es war einfach jetzt. War ein bisschen blöd von mir. Ich habe total verpeilt. Aber naja, kann man nichts machen. Ich glaube, ich mache dann nochmal währenddessen noch was Eisen in die. Blast Furnish. Ah, wird sogar noch Tag. So, auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentarski. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.